Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast, denn es geht weiter. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet, beziehungsweise ja, weitergemacht, sagen wir es mal so. Und zwar haben wir jetzt nicht mehr viel, wir haben nämlich nur noch 1% und dann ist die grobe Mission auch erledigt. So, denn nämlich genau jetzt können wir die beiden Aufträge abschließen, zack und zack. Und dann haben wir auch genug mit Grubbern gemacht. So, genau, wir haben hier unsere beiden Felder. Die sehen soweit gut aus. Hier oben sehe ich gerade, haben wir, oha, hier müssen wir wirklich mal Salat wegholen. Und dann haben wir hier noch Honig, okay. So, wir haben jetzt aber das Glück, wir haben 91.000, ne? So, damit würde ich mir jetzt ganz gerne erstmal das Feld 49 kaufen. Das ist eh verrottet. Dadurch müssen wir hier eh pflügen. So, das kaufen wir uns. Guck mal, jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Nice. Freunde, wenn es dir oder wenn es euch gefällt, ne, oder dir gefällt, dann lasst mir lieben gerne einfach mal ein Däumchen da. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. So, wir setzen uns jetzt erstmal in den Kollegen hier rein, denn wir müssen... Achso, die Balle, die müssen wir erstmal nochmal irgendwo hinpacken. Damit die hier aus dem Weg ist, nehme ich die mal eben mit. Und zwar packe ich die... Wo packe ich die denn hin, ey? Ich glaube, ich packe die hier erstmal irgendwie an die Seite. Pack die hier erstmal an die Seite. Schön vor die Eingangstür. Wunderbar. Perfekt. So, und dann mache ich die Gabel erstmal wieder ins Regal rein. Kann ich eigentlich auch oben rauf packen. Weil dann können wir nämlich erstmal eben nochmal unsere Hühner füttern, damit die auch hier Dings haben, ne? Futter. Ja, und hier hinten den ganzen Hof, den müssen wir auch nochmal irgendwie, ich weiß nicht, also da ist noch ein bisschen Potenzial, um alles irgendwie ein bisschen schöner zu gestalten. Also falls da irgendwie der ein oder andere Tipps hat oder so, schreibt mir die gerne unten rein in die Kommentare. Das wäre übertrieben geil. Ne, ich bin jetzt nicht so der Landwirt, aber ich habe schon ein paar Ideen. Natürlich schon. So, dann können wir das hier wieder, so machen. Ja, und dann würde ich sagen, kaufen wir erstmal hier das. Ah ne, das Feld haben wir ja schon gekauft. Stimmt, das haben wir ja schon gekauft. Ja, dann würde ich sagen, geben wir Vollgas. Und zwar, ja, das mache ich nicht mit dem, das mache ich mit dem anderen. Den lasse ich hier stehen, das ist ja unser Pflege mit Pflegebereifung. Da gehen wir mal schnell in den Johnny rein. So. Und dann, ah, der ist jetzt genau andersrum, ne? Verdammt. Aber gut. Auch das bekommen wir hin. Dann holen wir uns mal eben den Pflug. Und werden mit dem Pflug eben schnell mal das ganze Teil da pflügen. So. Ich würde sagen, wenn... Also ich sag mal so. Wenn das keine Punktlandung ist, dann weiß ich aber auch nicht. So. Wunderbar. Können wir... Ah, scheiße. Ich dachte, ich komme da durch, aber... Ja, dann klapp doch mal zu, den Vogel hier. Ah, ich wusste, er klappt den nur um. Verdammt. Aber es ist egal, ich muss ja jetzt eh... damit anfangen zu arbeiten. Müssen wir mal schauen, wie wir das eigentlich angehen. Den auf jeden Fall nochmal drehen. Ich würde nämlich hier vorne...
Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen. Also ich würde schon gerne hier vorne hier vielleicht schon mal so anfangen. Dafür muss ich jetzt erstmal Z drücken. Dann erstellen wir nämlich hier unser neues Feld, Freunde. Zack. So, vorwärts. So, den können wir ja erstmal nochmal hochheben. So, und dann versuchen wir hier mal so eine möglichst gerade Linie zu fahren. So, hier brauchen wir kein Dings mehr, kein Feld zulassen, sondern hier nehmen wir das, was wir haben. Das reicht uns ja in dem Fall. So, wir wollen ja auch nicht ganz zu weit raus. Ne? Das bringt uns ja auch nicht wirklich viel. So, jetzt machen wir hier weiter. Erstmal. Hier muss ich noch mal ein bisschen weiter den Rand dran. Ja, das wird spaßig jetzt. Hoffe, ich kriege das irgendwie vernünftig hin. Warte mal. Ah, wir machen erstmal das Feld, glaube ich. Ich glaube, das ist das Sinnvollste gerade. Weil hier die Ecke, die würde ich ganz gerne noch irgendwie mithaben wollen. Die würde ich halt ganz gerne noch irgendwie mitnehmen wollen. Jetzt ist die Frage, nehmen wir den Weg da komplett weg? Nehmen wir den Weg komplett weg oder mache ich bis zum Weg direkt ran? Gebe es hier ran. Erstmal, mal gucken. Guck mal, das ist ja auch mega am Weg dran, ne? Ja, dann würde ich sagen, warte mal, dann fahre ich mal hier so auf der Ebene zurück. Dann wäre das tatsächlich bis hier vorne. Dann ist halt der Weg komplett weg. Ja, das ist halt eigentlich nicht das, was ich unbedingt möchte. Fahren wir jetzt hier schräg an den Weg ran, warte mal. So, fahren wir jetzt hier erstmal. Alter, das ist auch hier eine Ecke, du, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist hier eine Ecke, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, ich mache das jetzt einfach mal Freestyle. Mach das jetzt einfach Freestyle, Freunde, das nützt ja alles nichts. So. Ich glaube, so kann man das machen, oder? Ich glaube, so kann man das schon mal ganz gut machen. So, okay. Das wird jetzt spaßig. So, erstmal das Ding mit aktivieren. Dann den Flug runter. Und Z aktivieren. So, und eigentlich müssen wir uns dann gleich nochmal drum kümmern, einen Dings zu holen, ne? Einen Steinesammler haben wir nämlich auch noch nicht, Freunde. Steinesammler fehlt uns nämlich auch noch in unserem hier Dings. Deswegen ist das auch eigentlich Käse, den, naja, egal. So, hier möchte ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr haben. Vom Ganzen. Müssen wir gleich mal gucken. Den muss ich jetzt erstmal wieder aktivieren, dass ich hier die Ecke mitkriege. Mit wegbekomme. So.
Ja, ich denke, das ist schon gar nicht so verkehrt, ne? Dann haben wir hier ein bisschen mehr auch Rasen- oder Grasfläche. Und später haben wir halt dementsprechend, ups, später haben wir halt dementsprechend auch mehr Fläche, um irgendwie platzierbare Objekte etc. halt zu platzieren, ne? Dann haben wir es halt schon so mäßig. Oh, wird das Feld auf jeden Fall schön groß, hat nur irgendwie keine so feldbekanntliche Form, aber das ist ja auch nicht, auch glaube ich nicht so schlimm, ne? Gott, ich dachte schon, ich baue da noch weiter rein. So, hier erstmal wieder schön hinfahren. Paar Freunde, ey. Geil. Einfach geil. Das soll ich. Ich sag euch, wie es ist. Es ist geil. So. Fahren wir jetzt die Bahn auf und ab am besten, oder? Wie machen wir das? Oder wir fahren erstmal weiter rund, ne? Können wir ja auch machen. Ist halt eigentlich doof, weil dann mit dem Packer das halt nicht so super gut funktioniert, aber hey. Aber egal. Ich würde fast sagen, wir fahren die Bahn hier auf und ab, die lange. Ja, das mache ich auch. War jetzt die Bahn hier auf und ab. Nochmal einen Lütten zurück. So. Wie viel Geld haben wir denn aktuell eigentlich? Wir haben noch 34.000. So. 34.000 haben wir noch. Es wäre natürlich geil, wenn wir noch einen Steinesammler kriegen würden und auch, Mann, was mache ich denn hier, verdammte Axt? Sag mir mal, Freunde. Sag mir mal. Ein Steinesammler und auch hier eine Kalkmaschine, ne? Dass wir die Steine zu Kalk verarbeitet kriegen, das wäre halt auch richtig nice. Das wäre halt noch wirklich richtig nice. Müssen wir nochmal schauen, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Wie viel kostet denn das aktuell eigentlich? Huch, falscher Knopf. So. Mit Shift und P. Also Großschreib-P könnt ihr übrigens direkt ins Baumenü tabben, wenn ihr wollt. Wo waren das? Unter Container? Tools? Waren das Silos? Silo-Erweiterung? Container? Hallen? Hä? Hier, 15.000. 15.000 würde das Ding hier kosten. Theoretisch gesehen könnten wir uns das hier hinstellen, ne? Theoretisch gesehen könnten wir uns das hier hinpacken. Hier hinten. Dann können da die Steine quasi rein. Ich mache das so rum. Weil hier sollte ja auch irgendwo noch der Schafstall hin, ne? Oder wir machen das hier auf das Eck. Das ist doch eigentlich auch nice hier. Ja, hier ist nicht so geil, aber hier wäre eigentlich gut, oder? Dann vielleicht so rum. Warte mal, was kostet uns denn überhaupt der Steinesammler, bevor wir das bauen? Was kostet uns der Steinesammler? Der kostet uns nämlich schon 52.000. Es sei denn, wir nehmen halt einen anderen. Gut, den könnten wir natürlich auch erstmal mieten. Den könnten wir uns auch erstmal mieten, ne? Ja, ich würde sagen, wir pflügen aber dennoch erstmal das Feld zu Ende. Damit wir es auch,
Ah ne, wir müssen ja erst die Steine sammeln, bevor wir sehen können, ne? Ist ja, macht ja Sinn. Lul. Naja. Ja. Naja, gut, aber wir werden jetzt erstmal halt hier pflügen zu Ende. Und dann schauen wir mal weiter. Dann werde ich mir mit Sicherheit erstmal das Ding mieten. Und dann ballern wir das hier halt irgendwo hin. Eigentlich wäre halt hier die Fläche prädestiniert dafür, das hier hin zu bauen. Aber, ja. Lasse ich halt erstmal, ne? Ich würde halt hier wirklich erstmal gerne Gras hinbauen. Und vielleicht werden wir dann hier nachher irgendwann die Tiere hinbauen. Das ist so ein bisschen der Plan. Schauen wir mal, wie gut das nachher aufgeht. Mal gucken, wie gut das nachher aufgeht. So, mach mal runter, dann nehme ich das da noch mit. So. Das da an der Seite könnten wir tatsächlich wirklich eigentlich stehen lassen, ne? Das ist ja Gras. Das wächst ja auch jedes Mal nach, wenn wir das mähen. Von daher können wir das ja eigentlich gut dran lassen. Es geht ja hier nur darum, dass wir das Feld, sag ich jetzt mal so, erweitern. Hier muss ich noch mal ansetzen, kurz. So. Besser. Besser, besser, besser. Ja, das Ding ist natürlich auch, ich weiß nicht, lohnt sich wahrscheinlich auch noch nicht so ein großer Steinesammler im Prinzip. Wobei, wenn wir die anderen Felder wiederum, irgendwann fertig geerntet haben, etc., dann würde sich das natürlich auch wieder anbieten, ne? Mann, eigentlich wollte ich mit dem Geld, was wir dann überhaben, wollte ich eigentlich ganz gerne den Kredit noch wieder irgendwie abzahlen, verdammte Axt. Wollte eigentlich gerne den Kredit noch abzahlen. Aber gut. Wenn es nicht so ist, ist es halt nicht so, ne? Kannst du auch nichts machen. So, Wenden in 100 Zügen. Oh, ich freue mich so auf die Ernte, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich möchte endlich rein in die Ernte, Freunde. Wirklich. Wirklich rein in die Ernte. Oh, da habe ich schon wieder was vergessen. Mann, was ist denn los mit mir hier, hallo? So. Gleich haben wir das Feld zum Glück schon. Richtig gut. So, let's go. Ach, scheiß drauf. Scheiß auf das kleine Stück da jetzt. Das wird dann hier echt unsere kleine Wiese. Nicht zusammenklappen, sag mal. Wo sind wir denn hier? Andere Richtung, hey! Oh, Bruder. Andere Richtung, danke. So wird da ein Schuh draus. So wird da ein Schuh draus. Ich dachte schon, ich habe noch hier Feld zulassen drin, aber zum Glück nicht. Sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt, weil der ganze Weg halt weg gewesen wäre. Aber zum Glück nicht. Zum Glück nicht. So.
Gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben schon wieder geschafft für die heutige Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass mir liebend gern ein Däumchen da. Checkt die Videobeschreibung ab, kommt auf jeden Fall auch in den Discord rein. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut und schaltet unbedingt auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es hier weitergeht im LS 22 auf der Elm Creek. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Bauer. Ciao, ciao.